Weil wenn wir eine Kultur des Honorings leben, dann heißt es, wir pflegen, wir veredeln unsere Beziehungen. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Wertschätzung kostet nichts, aber verändert Leben. Das habe ich schon so oft in meinem Leben erfahren und ich möchte euch eine kurze Story erzählen, die noch gar nicht allzu lange her ist. Mein Mann und ich, wir waren vor kurzem für 3 Wochen in Australien. Es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben es sehr genossen. Und in der letzten Woche waren wir mit einem Van, also so eine Art Camper unterwegs. Und wer mich kennt, weiß, Campen ist so ein bisschen Herausforderung für mich. Also ich bin jetzt nicht die Obercamperin, die das total liebt, die ganze Woche nicht duschen und so weiter. Genau, ich brauche so, eigentlich liebe ich so meine gewissen Routinen und Dinge zu haben. Und trotzdem war es wirklich eine Hammerzeit. Bis auf einen Tag. Genau, und zwar sind wir schon eine relativ lange Strecke am Abend noch gefahren, da alles ist 6-7 Stunden am Abend durchgefahren, wir sind Mitternacht wo angekommen, haben irgendwo wild gecampt und somit halt natürlich kein WC gehabt, keine Dusche gehabt und wir haben dann geschlafen und ich weiß, so wie am nächsten Tag wach geworden bin, ist es mir nicht so gut gegangen. Kennst du das Gefühl, es gibt so diese Tage, da stehst du auf und irgendwie magst du dich selber nicht. Und das war dann so ein Tag, ich habe mich nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Ich konnte eben nicht duschen gehen. Ich liebe es halt in der Früh duschen zu gehen, dann bin ich gleich ein neuer Mensch. Und das konnte ich in dem Fall nicht. Dann habe ich was angezogen, das war zerknittert, das konnte ich natürlich auch nicht bügeln. Also ich bin da schon gechallenged worden in Kleinigkeiten. Genau. Und insofern habe ich mich nicht so wohl gefühlt diesen Tag. Und dann hat mich der Alois noch ein bisschen genervt, weil er hat dann ein T-Shirt umgezogen, das er schon 3-mal umgehabt hat und echt gestunken hat. Ich habe gesagt, kannst du dir ein anderes T-Shirt anziehen? Also all diese Kleinigkeiten haben mich getriggert und genervt und wir sind dann so weitergefahren. Und meine Haare habe ich sowieso 3 Wochen lang gar nicht geföhnt, immer nur Naturwellen, das mag ich auch nicht so gern, egal, an diesem Tag hat es mich besonders gestört. Und wir fahren da so und machen dann eine Mittagspause in Portland. Und das war wirklich ein wunderschöner Ort mit so einem kleinen Hafen. Wir sind dann da spazieren gegangen und wir setzen uns auf so ein Bankerl, schauen aufs Meer hinaus und gehen, wie wir zu diesem Bankerl gehen, bei so einer Jugendtruppe vorbei. Das waren so, sage ich mal, zwischen 12 und 15 Jahren. Burschen und Mädels, die sind da ins Wasser gesprungen, haben eine Gaudi gehabt. Und genau, die haben uns gleich Hi gesagt und wir sind weitergegangen, sitzen uns hin und plötzlich kommen 2 so, ich würde sagen, 13-jährige Mädels, komplett nass in ihrem Bikini, stehen sie vor mir hin und sagen, wir wollten dir nur sagen, du bist wunderschön und wir lieben deinen Style. Und ich denke mir, wie nett ist das? Also ich habe mich wirklich nicht schön gefühlt an diesem Tag. Ich habe, wie gesagt, so mein zerknittertes Gewand angehabt und ich habe mich einfach selber nicht mögen und nicht schön gefunden. Und dann kommen 2 so 13-jährige Mädels und sagen mir, dass sie mich schön finden. Ich habe wirklich weinen müssen, weil es mich so getroffen hat. Also es war für mich also ein Zeichen von Gott, dass er mich sieht und mir das auch zusprechen will. Ich muss wirklich sagen, alleine diese Aussage von 13-jährigen Mädels, ich hätte das nie gemacht, als ich 13 war, also ich habe wirklich auch den Hut vor ihnen gezogen, das hat mich so bestärkt und das hat meinen kompletten Tag verändert. Also, Wertschätzung kostet nichts, aber verändert Leben. Und warum ist Wertschätzung so wichtig? Ich glaube, wir alle sehnen uns nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach gesehen werden, nach Liebe. Warum ist das so? Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer wenn ich merke, ich habe so eine ganz starke, große Sehnsucht in mir, ich möchte schauen, woher sie kommt. Und eine große Sehnsucht, zum Beispiel bei mir, und warum ich mir mit all diesen Dingen auch manchmal schwer tue, ist Schönheit. Ich habe wirklich eine große Sehnsucht in mir nach Schönheit. Und mein ganzes Leben ringe ich da schon immer wieder ein bisschen, weil ich merke, okay, das kann auch schnell oberflächlich sein oder es kann einfach schnell zur falschen Priorität werden in meinem Leben. Und ich verurteile mich dann selber oder fühle mich auch manchmal verurteilt. Und bin dem so nachgegangen, woher kommt diese große Sehnsucht nach Schönheit? Und eines Tages hat es mir Gott gezeigt, ich meine nicht, dass das nicht offensichtlich eigentlich gewesen wäre, aber für mich ist es so vom Kopf ins Herz gerutscht. Er hat mir gezeigt, okay, er ist die Schönheit und er ist der Erfinder von Schönheit und er ist der Schöpfer von Schönheit. Und wenn ich so eine große Sehnsucht in mir nach Schönheit habe, habe ich eigentlich eine ganz große Sehnsucht nach Gott
und nach dem, was er erschaffen hat für mich. Und das war für mich so eine, ja, eine echt eine große Erkenntnis. Und ich weiß einfach seither besser, mit dem umzugehen. Und freue mich so sehr, wenn ich Gott in Schönheit begegnen darf, in seiner Natur, aber auch in schönen Dingen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei der Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Und diese Sehnsüchte, die zeigen oder weisen immer auf Gott selber hin. Und eigentlich könnte ich jetzt meinen Preach beenden, weil wir wissen, okay, in unserem Herzen gibt es einen Platz für Gott. Gott hat uns erschaffen, weil er mit uns Beziehung will. Gott hat uns erschaffen, weil er es liebt, mit uns Beziehung zu haben, mit uns im Gespräch zu sein, mit uns das Leben zu teilen. Und ihr könnt den Preach jetzt beenden und zu euch sagen, geht hinaus, verbringt Zeit mit Gott, lernt ihn kennen, lasst euch erfüllen von Gott und ihr werdet merken, eure Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Anerkennung wird gestillt werden. Und ja, ich bin überzeugt, das ist ein Teil von der Antwort und es ist ein Teil von der Wahrheit, hundertprozentig. Ich erfahre das immer wieder in meinem Leben. Aber es ist nur ein Teil. Denn in Matthäus 22 lesen wir vom wichtigsten Gebot, das Gott uns mitgibt, das Jesus uns sagt. Und zwar steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Aber ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich glaube, dieses Gebot ist nicht nur das wichtigste Gebot, sondern ich glaube, dieses Gebot ist der Schlüssel zum gelungenen Leben für jeden Einzelnen von uns. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, ihr werdet mir dazu stimmen. Es ist nicht einfach, sich selber zu lieben. Es ist nicht immer einfach, unsere Nächsten zu lieben. Und es ist nicht immer einfach, Gott zu lieben. Und deshalb kommt Jesus. Und Jesus zeigt uns, wie wir das machen können. Und ich sage, eigentlich ist nicht das Home, also wir glauben immer im Home, wir sind der Erfinder von der Kultur des Honorings, aber ich würde sagen, Jesus ist der Erfinder von der Kultur des Honorings. Er hat uns vorgemacht und er hat uns gezeigt, wie es wirklich geht. Wenn wir mal ganz kurz mit euch dieses Wort von Kultur anschauen, woher kommt das? Kultur kommt aus dem Lateinischen von cultura. Und kommt eigentlich im Zusammenhang aus der Landwirtschaft, vom Ackerbau, bedeutet pflegen, veredeln und bebauen. Und ich finde das wunderschön, weil wenn wir eine Kultur des Honorings leben, dann heißt es, wir pflegen, wir veredeln unsere Beziehungen. Und das liebe ich. Also ich liebe das Wort edel, weil edel hat für mich immer was mit Schönheit und wertvoll zu tun. Es gibt auch so eine Kombination mit Schönheit und billig, aber das ist nicht edel. Edel ist mit Schönheit und wertvoll. Und wenn wir eine Kultur der Ehre und Wertschätzung leben, dann veredeln wir unsere Beziehungen. Und das ist wunderschön. Wie funktioniert also diese göttliche Kultur der Ehre und Wertschätzung? Heute brauchen wir einen Flipchart. Noch, das geht am einfachsten so aufzuzeichnen. Ich glaube, jeder von uns lebt in verschiedenen Bereichen unseres Lebens in gewissen Hierarchien. Was meine ich damit? Das heißt, wir leben zum Beispiel im Land Österreich, im Land Deutschland, wo auch immer auch du herkommst. Und auch da gibt es verschiedene Hierarchien. Es gibt das Volk, dann gibt es Bürgermeister, und dann gibt es die Politik, der Bundespräsident, wie auch immer. Also es gibt immer verschiedene Hierarchien. Es gibt es auch in deiner kleinen Familie, alleine schon zwischen Kinder und Eltern. Oder in der Schule zwischen Lehrer und Schüler. Und auch zum Beispiel hier bei uns in der Home Church. Und ich möchte das als Beispiel nehmen. Wie schaut sowas bei uns in der Home Church aus? Also wir haben hier in Salzburg eine Gesellschaft. Sind wir irgendwie alle. Dann gibt es einige von euch, die kommen regelmäßig hier zum Sunday Morning, sind Gottesdienstbesucher. Also keine schöne Schrift, wenn ich schnell schreiben muss. Genau, Gottesdienstbesucher. Dann gibt es
einige von euch, die ehrenamtlich fast jeden Sonntag mitarbeiten und da sind und ihre Zeit und ihren halben Sonntag für Gott, für uns geben. Also es sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Dann gibt es wieder ein paar von uns, die machen das hauptamtlich. Die geben ihr Leben, geben ihren Job auf, kommen hierher, arbeiten Vollzeit für das Reich Gottes. Hauptamtliche Mitarbeiter. Dann gibt es wieder ein paar wenige, die eine besondere Rolle einnehmen und zum Beispiel einen besonderen Bereich leiten. Ich nenne sie einfach unsere Leiter. Über dem steht hier in der Home Church vor allem auch ein Priester. Und ganz oben, hoffentlich, steht überall Jesus. Genau. Und wie funktioniert bei uns eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung? Wenn man im Alten Testament liest, dann war das früher ganz oft so, dass natürlich in allererster Linie Gott geehrt worden ist. Und dann vor allem religiöse Autoritäten, Könige, Weisen und Eltern. Das war Gott schon immer ganz besonders wichtig. Er gibt uns das Gebot im 5. Buch Mose, wo es heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, das befehle ich, der Herr, dein Gott, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir geben werde. Und ich finde das spannend, es gibt nämlich gar nicht viele Gebote, aber Gott knüpft an dieses Gebot eine Verheißung. Ehre Vater und Mutter, dann wirst du lange leben. Und warum das so wichtig ist, dazu werde ich später noch kommen. Aber eben, ganz oft passiert das so, dass man versucht, okay, irgendwelche besonderen Menschen zu ehren. Also man ehrt quasi in diese Richtung. Passiert heutzutage auch gar nicht mehr so oft. Und ich finde es eigentlich einen wichtigen Weg. Ich finde es eigentlich einen wichtigen Weg, dass man seinen Leiter ehrt, dass man seinen Chef ehrt, dass man Priester ehrt, dass wir Bischöfe ehren, dass wir den Papst ehren, dass wir Politiker ehren. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dem auch Wertschätzung bringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das auch zu zeigen. Zumindest, und ich glaube, das ist eine wichtige Form der Wertschätzung, dass wir für die beten, die Verantwortung für uns haben. Also ein wichtiger Weg der Wertschätzung. Was ist die Gefahr, dass Menschen, die hier herum sind, plötzlich so werden? Hochnäsig eingebildet, meinen sie sind was Besseres. Und da kommt Jesus ins Spiel und was sagt uns Jesus? Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Oder wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener von allen sein. Die Kultur, die göttliche Kultur der Ehre und Wertschätzung ist keine One-Way-Show, sondern geht genau wieder in die umgekehrte Richtung. Und auch das ist unglaublich wichtig. In jeder Firma, in jedem Unternehmen, in jeder Kirche, wenn Leiter, wenn Autoritätspersonen nicht sehen, wer ihre Mitarbeiter sind, wer da ist, wenn sie die nicht wertschätzen, dann werden sie auch nicht bleiben. Also, göttliche Kultur der Ehrenwertschätzung geht in beide Richtungen. Und die göttliche Kultur der Ehrenwertschätzung bedeutet nicht nur, dass ich nur die ehre, die ich mag. In Matthäus 7,12 heißt es, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Wie möchtest du behandelt werden? Kleine Challenge für zu Hause, schreib wirklich mal auf, wie du dir wünschst, von anderen behandelt zu werden.
Warum? Weil es ein Schlüssel ist, wie du andere behandeln sollst. Wie möchte ich als Lisa behandelt werden? Ich liebe es, wenn ich gesehen werde, wenn ich wahrgenommen werde, wenn mir zugehört wird, wenn ich was sage. Ich möchte so behandelt werden, dass Menschen mich respektvoll behandeln. Dass sie Menschen bei mir entschuldigen, wenn sie was Unrechtes oder was Falsches gegen mich getan haben. Ich möchte auch mal gelobt werden, wenn ich was Gutes gemacht habe. Oder ich möchte ermutigt und bestärkt werden, vor allem in Situationen, wo ich das selber nicht sehe in meinem Leben. So wie das Beispiel aus Australien. Ich möchte getröstet werden, wenn ich traurig bin. Und so weiter und so fort. Wie möchtest du behandelt werden? Genau das ist der Schlüssel, wie du andere Menschen behandeln solltest. Und das ist genau der Schlüssel, was die Kultur der Ehrenwertschätzung ausmacht. Die Kultur der Ehrenwertschätzung bedeutet nicht, dass ich einfach jeden Tag vorbeigehe und 10 Menschen ein Kompliment mache. Ist super, aber dazu gehört so viel mehr. Es bedeutet, oder es ist, Wertschätzung bedeutet auch eben, dass ich mit wem einen Konflikt gut und respektvoll austrage. Wertschätzung bedeutet auch, dass ich jemanden zuhöre, wenn er spricht. Wertschätzung bedeutet auch, dass ich jemanden tröste, wenn er traurig ist, wenn er das will. Je nachdem natürlich. Aber all das beinhaltet eine gute Kultur der Ehre und Wertschätzung. Warum fällt es uns dennoch so schwer, das immer wieder mal zu tun? Wenn wir wissen, das würde echt unser Leben verändern, das würde unsere Gesellschaft verändern, unsere Stadt, unsere Kirche, warum machen wir es dann nicht viel öfters? Ich glaube, weil wir innerlich ganz oft selber nicht frei sind, weil wir verwundet sind, weil wir verletzt sind. Und wenn du selber nicht gut genug bist, dann kann auch wer anderer nicht gut genug sein. Wenn du dich selber nicht schön fühlst, wird es dir auch schwer fallen, jemand anderen zuzusprechen, dass er schön ist. Wenn du es selber nicht drauf hast, wird es auch dein Bruder, dein Chef, wer auch immer nicht drauf haben. Da steckt ganz was Tiefes dahinter. Wir alle werden verletzt. Wir alle in uns vertragen Verwundungen, Verletzungen, meistens aus der Kindheit. Doch, das ist der Schlüssel in unserem Glauben. Wir brauchen dort nicht stecken bleiben. Jesus ist in unser Leben gekommen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns davon zu befreien. Und manchmal ist einfach dieser erste und wichtigste Schritt, dass wir das erkennen. Dass wir erkennen, warum bin ich so verbittert, so verhärtet? Warum kann ich das nicht anderen zusprechen? Dass ich feststelle, okay, in mir ist ein Mangel, in mir ist eine Verwundung, eine Verletzung, die geheilt gehört. Und dann gehe zu Jesus und sage, hey Jesus, ich brauche Hilfe. Ich will das eigentlich gar nicht, aber da ist was in mir, das hindert mich, in der Freiheit zu kommen. Das hindert mich, die Kultur der Ehrenwertschätzung zu leben. Geh zu Jesus, sag Jesus, dass du Hilfe brauchst und starte diesen Prozess der Heilung. Wie das genau ausschaut, für das reicht heute nicht die Zeit, aber mach es und Jesus wird dich durchführen. Und ich sage dir, diese Freiheit wird eine krasse Konsequenz haben für dein Leben, für deine Familie, für die ganze Gesellschaft, für diese Kirche. Wollen wir eine Gesellschaft sein, wollen wir eine Kirche sein, die andere ermutigt, die andere empowert, die andere wertschätzt, die andere wahrnimmt, die es liebt, in andere wachsen und in eine neue Freiheit kommen? Oder wollen wir eine Gesellschaft, wollen wir eine Kirche sein, die andere ständig verurteilt und beurteilt und klein hält? Wie wollen wir sein? Wenn du mich fragst, was war so das Beeindruckendste von meiner ganzen Reise, die ich jetzt in Australien machen habe dürfen, dann sage ich immer das Gleiche. Es waren die Menschen, die mich zutiefst beeindruckt haben. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde von beeindruckenden Erlebnissen erzählen. Ich habe nur 5 Minuten. Deswegen schauen wir mal,
welche ich auswähle. Aber ich möchte euch einfach ein bisschen was noch erzählen und euch inspirieren, weil es mich selber so sehr inspiriert hat. Und man kann sagen, okay, das ist einstudiert oder oberflächlich und das ist die Höflichkeit von dort. Und ja, selbst wenn es so ist, es hat mich zutiefst beeindruckt und inspiriert. Zum Beispiel, eines Morgens, 30 Grad hat es gehabt in der Früh, der Alice und ich sind joggen gegangen und es war ein wunderschöner Morgen und wir laufen durch so einen botanischen Garten und dann wieder zurück zum Hotel und auf dem Weg zurück ist eine Baustelle und es sind einige Bauarbeiter gewesen, unter anderem eine Frau. Es hat 30 Grad gehabt, die war in voller Montur, langärmlich angezogen, Helm drauf und so weiter. Und sie sieht, dass wir jetzt eigentlich da durchlaufen müssten und da war eben diese Baustelle und sie sagt: Es tut ihr leid, aber wir können da nicht durchlaufen, wir müssen da außen rumlaufen, aber dort ist es leider dreckig, aber sie möchte sich für diesen Dreck entschuldigen und wünscht uns trotzdem einen schönen Tag. Also, welcher Bauarbeiter bei uns auf der Straße macht das? Und wisst ihr, was das in uns ausgelöst hat? Für normal würde sie vielleicht aufregen, na super, jetzt muss ich da durch den Dreck laufen. Nein, wir waren einfach nur geflasht. Uns hat es überhaupt nichts ausgemacht, dass wir durch den Dreck laufen. Es hat uns einfach nur bestärkt und wirklich, sie hat uns dadurch den Tag verschönert. Das ist die Kultur der Ehrenwertschätzung. Wenn wir da was weitergeben, werden wir selber erfüllt und können das vielleicht auch wieder weitergeben. Und so ein Kreislauf entsteht. Genau. Oder allein bei einer Fluglinie, ganz kurz, wir checken ein, gehen durch, waren schon beim Boarding, zeigt das Ticket her, die Flugbegleiterin schaut sie mein Ticket an, schaut, wie ich heiße und sagt: Hi Lisa, ich wünsche dir jetzt einen schönen und sicheren Flug. Und sie schaut mir dabei in die Augen. Und das hat was mit mir gemacht. Wir gehen so oft in unserem Leben bei Menschen vorbei, schauen nicht in die Augen, zeigen keine Wertschätzung. Und genau das hat mich aber so berührt. Das ist sicher einstudiert. Müssen die wahrscheinlich von der Fluglinie so machen. Und trotzdem macht es einen Unterschied. Und es kostet nichts. Einfach mal Menschen in die Augen zu sagen und sie mit Vornamen anzusprechen, als wäre einfach nur vorbeizulaufen. Wir haben auch ganz oft echt großartige Hilfe erfahren. Immer sofort, das hat mich so berührt, wir sind mal mit unserem Van im Sand stecken geblieben, sofort war Hilfe da, wir haben einmal einen Platten gehabt beim Auto, sofort war Hilfe da und das war immer so bedingungslos. Das hat mich so inspiriert, vielleicht weil ich das selber nicht lebe, also ich habe immer gemerkt, Gott will mir da was aufzeigen und Hilfsbereitschaft finde ich ganz eine besondere Form von Wertschätzung. Jeder von uns braucht in der einen oder anderen Art und Weise Hilfe. Und wir sind so stolz teilweise geworden, dass wir gar nicht mehr Hilfe annehmen wollen. Wie schön ist es, wenn wir uns gegenseitig helfen. Und eine Story ganz kurz noch. Das hat mich auch sehr bewegt. Wir waren dann schwimmen. Das war so ein kleiner See in so einem Krater, war ziemlich cool. Und da waren 20, 30 Leute, unter anderem eine Familie mit drei Burschen. Und ich würde sagen, die Burschen waren im Alter von 12, 8, 5. Und die sind da immer reingesprungen von 3 Metern, von 5 Metern und so weiter. Und der Kleine mit 5 Jahren hat gerade erst einmal zu schwimmen begonnen und hat sich nie traut. Er ist dann immer wieder so nach vorne und ist wieder zurück. Und dann haben wir seinen Vater ermutigt: Komm, du schaffst es, mach das. Und er ist wieder nach vorne und ist wieder zurück. Und plötzlich kommen die älteren Brüder, die immer wieder reingesprungen sind. Und wir dachten, nicht die werden jetzt irgendwie gemein zu ihm sein. Die werden vielleicht lächerlich machen, weil er der Kleine ist, weil er sich nicht traut. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn ermutigt und bestärkt. Sie haben ihm zugesprochen, was er für ein cooler Bursche ist und was er nicht alles kann und dass das jetzt ein cooles Gefühl sein wird, wenn er da runterspringt. Sie können es nachvollziehen, dass man ein bisschen Angst hat, aber wenn man es gemacht hat, dann wird er sich sehr cool fühlen und sie wollen jetzt mit ihm gemeinsam springen. Und dann haben sie ihn an die Hand genommen und sind gemeinsam hinuntergesprungen. Und das habe ich so schön gefunden, weil das erlebt man gar nicht mehr so oft, auch unter Geschwistern, dass man sich gegenseitig ermutigt und bestärkt. So geht es doch viel einfacher durchs Leben. Und ich habe mir gedacht, ich will auch heute wem ehren und ermutigen. Und dann habe ich ganz lange überlegt, wem will ich ehren und ermutigen und wertschätzen. Und mir ist es ganz schwer gefallen und dann habe ich mir gedacht,
inspiriert aus dieser Geschichte. Ich möchte auch mal meine Familie Ehren ermutigen. Ich weiß, einige schauen immer zu und ich hoffe, sie werden es hören. Aber genau das hat mich wirklich inspiriert, weil ich das selber viel zu wenig mache. Ich bin so dankbar, in so einer großartigen Familie aufwachsen zu dürfen. Und ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und da gibt es meine ältere Schwester. Und die möchte ich ehren, weil die ist für mich wie so eine zweite Mami. Die kann unglaublich gut Heimat geben, die kann unglaublich gut zuhören und auch sehr gut Ratschläge geben. Und sie ist ein total geselliger Typ, mit ihr wird's nie langweilig, sie ist total fröhlich und gesellig. Meine kleine Schwester hingegen, die ist unglaublich fleißig, die ist kreativ und talentiert in allen möglichen Bereichen. Sie kann super gut nähen, die näht unsere Dirndlkleidern auch und alles Mögliche. Sie ist unglaublich begabt, hat drei Kinder am Bauernhof und Apartments, die sie vermietet. Und alles schafft sie echt gut zu machen. Dann habe ich einen kleinen Bruder noch, Paul, der war echt arm mit uns drei größeren Schwestern. Und trotzdem ist er so ein cooler Mann geworden. Er hat jetzt auch zwei Kinder und eine Frau. Und ich liebe sein großartiges Herz für seine Familie, aber auch für das Reich Gottes. Er ist mittlerweile in die Firma von meinem Papa eingestiegen. Er gibt da alles, aber er gibt auch in seiner Freizeit alles für das Reich Gottes. Und dafür möchte ich dich ehren, Paul. Meine Mama möchte ehren, weil sie wirklich eine der demütigsten und hingebungsvollsten Menschen ist, die ich kenne. So ein unglaublich großes Vorbild. Und meine Papa möchte ehren. Ich habe mein Papa sein ganzes Leben nie jammern gehört. Mein Papa liebt das Leben und mein Papa liebt die Arbeit. Und ich habe mir ganz viel von ihm in diesem Bereich abschauen können. Und ich glaube, wir tun das echt oft zu wenig, unsere Liebsten zu ehren, unsere Autoritäten, unsere Chefs, unsere Leiter zu ehren, unsere Mitarbeiter zu ehren, unsere Geschwister zu ehren. Aber ich möchte euch heute einfach ermutigen und hoffentlich inspirieren, dass wir das immer mehr tun, weil ich glaube, dass wir dadurch wirklich Gesellschaft verändern können. Und ich möchte zum Schluss nur beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zeigst, wie diese göttliche Ehre der Wertschätzung und Ehre funktioniert. Ich danke dir, dass du damit wirklich uns ein Gebot gibst oder uns Vorbild bist, wie sie unsere Gesellschaft positiv transformieren kann. Ich möchte beten, dass du uns eine unglaublich große Liebe ins Herz legst, dass wir vor allem auch über deinen Blick hinweg Menschen so sehen dürfen, wie du sie siehst. Auch Menschen, die uns verletzen, auch Menschen, die uns nerven, auch Menschen, mit denen wir nicht einer Meinung sind. Ich bete, dass wir sie so sehen dürfen, wie du sie siehst, Herr. Und ich bete um Mut und um Heilung im eigenen Herzen, dass wir das aussprechen dürfen, aussprechen können. Segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, segne jeden Einzelnen, der zuhört in diesem Augenblick und der das nachhören wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott.